Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner wahrscheinlich allerletzten Folge Boom Beach Frontlines, denn ja, es sind sehr traurige Nachrichten, die uns jetzt heute erreichen, denn Boom Beach Frontlines wird leider nicht fortgeführt und zwar wird das Spiel zum 16. Januar 2023 nicht mehr weiterentwickelt, bedeutet 16. Januar 2023 werden die Server dann abgestellt. Ja, es ist echt schade, muss ich sagen. Ich grade jetzt hier auch gerade irgendwelche Sachen ab, wo ich überhaupt nicht weiß, was es überhaupt ist. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, weil ich immer gedacht habe, komm, das Spiel muss weltweit rauskommen, sonst bringt es halt nichts. Es ist jetzt in einigen Ländern draußen. Aber ganz ehrlich, was bringt es? Was bringt es? Es ist vollkommen egal jetzt. Es ist jetzt vollkommen egal. In Italien ist es ja jetzt draußen. Ja, und das sind natürlich immer die gleichen Floskeln, die jetzt hier gesagt werden. Wir haben die höchsten Erwartungen an die Spiele und bla bla bla. Und die Erwartungen wurden nicht erfüllt und so weiter. Und ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht wissen, ich habe vom allerersten Playtest an war ich dabei. 2020, über 2 Jahre ist das her, da war ich schon bei dem ersten Playtest dabei. Also sind Josie und ich schon hier rumgelaufen und sie hat mich geheilt als Medi und dann sind wir schon hier rumgelaufen. Ja, und jetzt ist es tatsächlich vorbei. Und was mich immer ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, dass es einfach immer so mega lange dauert, bis denn mal so eine Entscheidung gefällt wird. Ich meine, über 2 Jahre und ich finde das Spiel echt gut. Es hätte wirklich Potenzial gehabt. Ich weiß nicht genau, warum sie es jetzt einstampfen. Es ist ja immer, ich habe ja gesagt, sind die gleichen Floskeln, die man dann immer hört, leider. Es ist, ja, ich finde es ehrlich gesagt sehr schade. Ich finde es wirklich sehr schade. Oh, wir haben eine Free Box, die nehmen wir mal mit da. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Außer, dass wir jetzt vielleicht nochmal eben in einen Kampf reinhüpfen. Hoffentlich klappt es. Ich weiß nicht genau, ich habe doch keine Ahnung von diesem Spiel. Battle, würde ich mal sagen. Super Operation Space Buster, das kann ja was werden. Dr. T Special, oh, das Spiel hatte so viel Potenzial, das hat genau alles gehabt, was mir bei Brawl Stars nicht gefallen hat, ehrlich. Diese ganze Kinderkacke von Brawl Stars, jetzt hier, das Spiel war so gut. Es war so gut. Mittlerweile gibt es da ja auch Allianzen, beziehungsweise Einsatzkommando und hast du nicht gesehen. Was ist denn hier, warum ist da, was steht da dran, warum ist da, das ist eine, interessant, Shotgunner. Ja, komm, nehmen wir mal mit. So, los geht es. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. New Objective in 60 Seconds. Ich hätte mich so gefreut, wenn das Spiel es schafft. Vor allem, wie viele Spiele haben wir mittlerweile, die es nicht geschafft haben? Clash Quest, Clash Mini noch nicht. Clash Mini ist noch nicht sicher, aber keine Ahnung, Clash Mini. Im Endeffekt ist mir Clash Mini total egal, weil ich mir immer denke, bei Clash Mini, es ist im Endeffekt Auto-Chess. Also es ist Auto-Chess mit Clash-Figuren. Hat für mich absolut, also es hat für mich eigentlich absolut nichts, was mich daran interessiert. Ganz ehrlich, ich kann natürlich verstehen, wenn die Leute es gerne spielen. Oh, nee, lass mich in Ruhe bitte. Ja, den haben wir noch mitgenommen. Schönes Ding, es macht so Spaß. Ah, Mann, wenn das weltweit draußen wäre, ich würde es richtig suchten, ich würde es richtig feiern. Das wäre richtig ein geiles Spiel für den Kanal gewesen. Aber nein. Schnell. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bots wir jetzt hier haben, natürlich. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Von meinen Ingame-Freunden war zumindest jetzt keiner online. Oh, ich wollte es aber natürlich schnell aufnehmen, ne? Weil ja jetzt die Nachricht da war. Und jetzt schnell. Nein! Erst den. Ah, oh, das ist so cool. Was mir hier besonders gut gefällt, ist eigentlich, dass du nicht so viel Skill brauchst, um das halt zu spielen. Aber es ist auch viel Taktik. Und wenn du das halt mit mehreren spielst und bist vielleicht bei Discord oder so. Jetzt habe ich den Medi. Verdammt. Jetzt habe ich den Medi. Ja, wenn du halt das mit mehreren spielst über Discord, macht es, glaube ich, richtig viel Spaß einfach. Nur es macht dann richtig viel Laune. Du kannst dann richtig was reißen. Oh, wir haben es eingenommen. Ja, Wolski. So, wir werden jetzt ein bisschen was bauen hier. Zack, zack, zack. Und den. Heilung. Gib her, komm her. Ach, was hatte ich viel Spaß bei diesem Spiel. Es ist traurig, wirklich. Dass es auch immer so lange dauert. Ey, es ist 2 Jahre, ehrlich. 2 Jahre. Und dann sagen sie, nö, das wird nicht fortgesetzt. Wenn ihr übrigens Ingame-Käufe gemacht habt, das Problem ist, dann könnt ihr sie leider nur zu den Spielen natürlich von Space App weiterschicken, nicht zu den Supercell-Spielen, ist ja logisch. Ich kann euch auch gerne hier drunter schreiben, welche Spiele das sind. Jetzt muss ich mal eben da raus.
Oh, ist da noch jemand? Da. Frankie. Frankie heilen wir mal eben noch. Oder ist da noch jemand? Ja, da oben noch. Ja. Ich kann auch gleich mal eben noch die Zeitleiste durchgehen, wie das dann aussieht. Also wann genau, was jetzt hier abgestellt wird und so weiter und so fort. Warum läuft der da weg? Vor allem, was ist das da vorne? Ich habe mittlerweile nicht mehr so ganz Ahnung von diesem Spiel, aber ist in Ordnung. Irgendwann muss es ja mal so kommen. Oh. Wo bin ich denn hier als Medi? Da ist in der Mitte ist... in der Mitte ist was... Komm her. Der ist weg. Ja, wir sammeln gerade wieder ordentlich Energie in der Mitte. Na, ist weg. Aber ihn kriegen wir auf jeden Fall noch. Komm. Halt dich doch auf, jetzt stehe ich hinter der... Stehe ich einfach hinter der Wand und kann nichts machen. Aber jetzt können wir wieder weitermachen. So, zack. Das ist jetzt gebaut worden. Da kommt eine riesige Ananas raus. Was? Ich hätte echt mal wieder mehr spielen sollen. Haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal verloren. Komm. Nee. Na, neutralisiert. Ja, es geht hin und her. Ehrlich gesagt, was... Kann ich das Ding heilen? Nee. Was ist denn das? Eine Rakete? Aber was? Hä? Warum schießt die? Ich glaube, das ist dann einfach nur so spezial, dass das in der Mitte halt dann, ja, quasi dann schießt auf die andere Basis. Quasi ist ja jetzt die Basis von, vom orangenen Team belegt worden. Ja, es ist scheiße so mit dem Medi. Ich will kein Medi mehr spielen. Ich habe keine Lust mehr auf Medi. Wir werden jetzt den Medi gleich mal rausnehmen. Wir nehmen den Medi jetzt gleich mal raus. Wir rennen jetzt mal mitten ins Getümmel rein. Wie geil war das bitte animiert? Das sieht ja voll gut aus. Das gefällt mir. Das Spiel hätte so gut werden können. Ja, komm, wir lassen uns jetzt mal eben hier ab... Wir lassen uns jetzt mal eben abkratzen hier. Komm. So. Endlich. So, was nehmen wir denn mal? Flamer nehmen wir mal mit. Aber wobei, ich kann ja sogar ein paar Sachen nehmen hier, ne? Den APC können wir nehmen. Ah, mit Fahrzeugen auch cool. So, 8 Sekunden noch. 7. Wir fahren. Komm. 2 und... Overtime. Ich überfahre dich einfach. Kollege. Tja, jetzt mal gucken. Und du da hinten auch. Du wirst auch jetzt gleich kaputt gehen. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Noch eben schnell hier den Medi wegmachen. Zack. Haben wir auch. Jetzt bauen wir noch ein paar Sachen auf. Rips. So. Oh, was ist mit dir da hinten denn? Das war so ein Frost. Frosty war das. Ja. Zack. Überfahren. Ich überfahre sie einfach alle. So. Das meiste sind wahrscheinlich Bots, ich weiß, aber na gut. Ich freue mich trotzdem. Und jetzt haben wir es, glaube ich, gleich, ne? Da noch. Zack. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Oh, haben wir sogar richtig reingekloppt hier. 4555 Punkte. Dann können wir mal eben ganz kurz noch durchgehen, wie denn das Ganze jetzt aussieht. Also. Wie ich das ja gesagt hatte, Montag, 16. Januar 2023 werden die Server abgestellt. 28. November, quasi shortly after this announcement, the game will go on a short maintenance break to disable in-game purchases. Also nachdem die, nachdem quasi das Announcement da ist, gibt es eine kleine Wartungspause, dann werden die In-game-Käufe deaktiviert und so weiter und so fort. Dann 29. November. The game will be delisted from the Google Play Store, App Store and Test Flight to prevent new downloads. Also es wird dann nicht mehr gelistet sein in den App Stores und auch bei Test Flight, damit dann da keine neuen Downloads mehr kommen. 1. Dezember. Der Premium Beach Pass wird umsonst im Shop sein. Big Beach Pass will cost 500 Gems. Also der große Beach Pass wird dann 500 Gems kosten. Ja, was soll's, ne? Also, was soll's, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber nun gut, 16. Januar, die Server werden dann abgestellt. 16. Januar, die Server werden abgestellt. Ja, in-game kann man dann wieder über den Kontaktieren-Button dann halt die Gems transferieren, aber wie ich das ja eben schon gesagt habe, denkt dran, nur zu den Spielen, die dann auch von dem Entwickler sind. Also BeatStar zum Beispiel oder Transformers, Rival Kingdoms oder was ist da noch? Ruination and Fastlane, Road to Revenge. Das sind zum Beispiel die Sachen. Und lass uns doch hier, komm, lass uns doch zu A gehen. Sagte ich zu den Bots. Hoffentlich, na, sind nämlich schon einige. Was hab ich denn hier? Ach ja, ich hab den. Ah, jo.
Ah jo, aber jetzt ist der Krabbenmann ist hinter mir her. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, er hat mich! Oh, es könnte eine schnelle Runde werden. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Nicht, dass wir jetzt A auch noch verlieren. Wird zur schnelle Runde. Deswegen habe ich jetzt den Super Airstrike mal aktiviert. Um das Ganze mal jetzt hier ein bisschen zu verhindern, dass das passiert, ne? Wir wollen das ja verhindern, dass die das nehmen. Ah, ist es gleich passiert, oder? Ne, nicht ganz, wir schaffen es noch. So gerade eben. Oh, no. Die Zuka muss weg und jetzt haben wir nämlich die Sniper. Und können damit nämlich ein bisschen Area Control ausüben, hoffentlich. Basebuster, ja. Aber auch nicht zu dicht dran, denn sonst haben wir nämlich ein Problem. Gegen 900, was war das? Wie viel Probleme stand da? Ach, es macht so Spaß. Das ist ja auch zum Stream wäre es auch gut gewesen, aber es ist halt auch immer zum Aufnehmen ist immer das Problem. Wenn das Spiel nicht in Deutschland draußen ist, dann kann man es nicht langfristig aufnehmen, weil der Markt dann fehlt. Die Zuschauer, ich meine, das gucken dann wenig Leute, weil du, ja, wie soll ich sagen, weil die Leute es dann selber nicht spielen in der größten Anzahl, weil es ja noch nicht offiziell draußen ist. Das, finde ich, ist dann immer das Problem. Also es müsste dann schon draußen sein, offiziell in Deutschland, dann kann man es auch gerne aufnehmen, dann kann man Update-Videos machen, dann kann man es streamen und so weiter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Aber hier, ich nehme euch beide auseinander und ich auch noch. Und jetzt gehe ich gleich kaputt. So, ich habe auch die falschen Truppen irgendwie. Ich hätte den mit der Ananas, der die Ananas wirft. Was? Die haben einfach mal eine Sperre eingebaut. Was? Die haben einfach mal eine Sperre eingebaut. Ja, gib mir wenigstens den Kritter, komm. Gib. Bei A ist auch einiges los. Verlieren wir wahrscheinlich gleich, würde ich mal schätzen. Kann ich den auch überfahren? Wir brauchen A. Gib mir A. Oh, der ist ganz gefährlich. Der ist ganz gefährlich. Aber egal, wir bleiben drin. Wir bleiben im Auge des Sturms. Komm. Wir müssen A aufbauen. Zu A. Los. Zu A. Helft mir aufbauen. Los. Schneller. Oh. Zwei auf einmal. Ah, das ist unfair. Helft mir doch mal mit, Leute. Was soll ich machen gegen zwei? Dann auch sogar noch die Sniper daneben. Dann nehmen wir nochmal die Sniper selber und gucken mal, was wir hier so haben. Firestrike könnte ich noch nehmen. Ja, wir müssen zu A, Leute. Zu A. Wir laufen Gefahr, dass wir das jetzt hier gleich verlieren, Leute. Deswegen, zack und, komm nochmal einmal. Ja, das ist weg. So, du bist auch weg. Die Minis mal eben wegmachen. Oh, da ist jemand mit einer Ananas. Ah, der sitzt da oben drauf. Wie unfair ist das denn bitte? Hilfe. Okay, da hatte ich keine Chance. Das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel, ne? Wenn sich so zwei Leute zusammentun, dann hast du schlechte Karten. Dann hast du wirklich schlechte Karten. Und deswegen könnte es jetzt gleich sein, dass wir das jetzt hier verlieren werden. Es sind noch 44 Sekunden Zeit. Oh. Frums. Komm. Boah, da habe ich jetzt echt wenig Chancen. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir die Reichweite jetzt mal so ein bisschen ausspielen zumindest. Aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht richtig ran. Jetzt aber. Komm. Gib mir ein bisschen Reichweite. Gib mir ein bisschen Reichweite. Nein, das war's jetzt. Wird das mein letztes Spiel werden und dann verliere ich auch noch. Wird es das letzte Spiel? Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich ja nochmal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann sein. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich wollte auf jeden Fall das Video jetzt hier aufnehmen, weil ich mir dachte, das wäre ganz gut. Ich habe diesen Pass? Warum habe ich denn diesen Pass? Ich habe gar nichts gekauft. Ich weiß es auch nicht. Was ist hier? Super. Ah, Boomball gibt's. Oh ja. Gewonnen nur eine Runde Boomball. Ich will es einmal testen zumindest. Ich bin kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Freund von Boomball. Das ist nämlich, dann geht er wieder in diese Brawl Stars Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Also, das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Also nicht gut. Außer es macht jetzt wirklich Spaß. Dann ändere ich meine Meinung vielleicht. Jetzt habe ich dann wieder die falschen. Ne? Ach komm, nehmen wir. Hallo. Was ist denn jetzt hier Phase? Da ist der Ball. Balla. Wir kaufen mal was. Ah! Ich hole mir jetzt einfach mal den anderen Ball, würde ich mal sagen. Komm.
Du kommst jetzt erstmal mit. Du kommst auch mit. Oh, der ist Level 7. Schlecht, 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 schlecht. Flamethrower. Kann ich nicht bauen da. Kann ich gar nicht bauen. Kann ich da nicht bauen. Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt irgendwie. Ah, da ist das gegnerische Tor, okay. Nein! Nein! Ich hätte ihn reintun. Hätte ich ihn reinschlagen können? Hätte ich ihn gerade reintun können? Der andere Ball oben bewegt sich zumindest. Der ist jetzt da oben unterwegs. Da muss ich jetzt gleich mal eben gucken. Ja, die wollen ihn jetzt hier hinholen. Wahrscheinlich. Wollen die den zu uns holen? Oh, der gegnerische Ball. Nee, da kann ich nichts machen jetzt. Okay. Da kann ich nichts machen. Zerstören kann ich ihn auch nicht. Wo ist unser Ball? Der Ball ist noch ganz da hinten. Ich will ihn mal einmal haben hier. Da ist der Ball. So. Jetzt werden wir mit dem Ball ins Tor gehen. Und zwar ganz geschickt, ohne dass mich jemand sieht. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Lass mich doch in Ruhe. Ah, Mist, ich kann aber nicht schießen. Ich kann den Ball nicht schießen. Nehmen wir Shotgunner. Für Nahkampf ist das ganz gut. Dann können wir den Ball vielleicht auch mitnehmen. Ja, so ganz überzeugt bin ich von dem Modus ja eigentlich nicht. Aber ist okay. So, dich noch eben mitgenommen. Dich noch eben. Komm. Komm. Weg ist es. Wo ist der Ball? So näher ich dran bin mit dem Shotgunner, desto, mit der Shotgunner, desto besser ist es natürlich. So. Zack, zack, zack. Wo ist der gegnerische Ball? Der ist da vorne. Das bringt mir jetzt ja erstmal nichts. Außer, dass wir dann den Gegner zerstören können. Unser Ball ist da hinten. Da gehe ich jetzt mal hin. Oh, 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 oh. Schnell raus. Ja. Nein, nicht ganz. Nicht. Jetzt habe ich dich. So. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Wieder nicht geschafft. Schwierig. 1-1 steht es. Okay. 1 Minute 13 noch. Flamer nochmal. Finde ich eigentlich ein bisschen besser. Okay, wir nehmen das Schild mal mit. Und jetzt ab. Jetzt ab. Jetzt ab. Jetzt ab zum Ball. Jetzt ab zum Ball. Jetzt ab zum Ball. Wir haben den Ball. Stell ins Tor damit. Komm, 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 komm. So. Schild aktivieren und jetzt drauf. Jetzt drauf, 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 drauf. Habe ich denn keinen Medi mehr? Aber wir haben schon ziemlich viel geholt. Wir haben schon ziemlich viel geholt. Jetzt habe ich nur. Na, jetzt habe ich den Medi. Oh nein. Oh nein. Den wollte ich ja gar nicht haben jetzt. Jetzt muss ich ja als Medi mit dem Ball rumlaufen. Hallo, kann mal einer mitkommen hier? Ich kann auch nicht schießen. Ich kann gar nichts machen. Ich brauche doch nur ein Tor. Lass mich doch ein Tor schießen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin gleich sowieso kaputt. Immerhin konnte ich den Ball ein bisschen weiter vorziehen. Kann ich denn nicht schießen mit dem Ball? Ich verstehe das nicht. Kann ich nicht abfeuern damit? Nehmen wir nochmal Shotgunner. 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Overtime. Und gewonnen. Ah, so ist das aufgebaut. Interessant. 3 Tore da, 3 Tore da. Naja, gut. Ist jetzt nicht so unbedingt mein liebster Modus, muss ich gestehen. Aber naja, ist okay. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Boom Beach Frontlines, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, das war es wahrscheinlich dann. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.